So kann man auch einen lästigen Rivalen loswerden, indem man ihn kauft. Eine ebenso wirksame wie kostspielige Methode. Wird jetzt praktiziert von Facebook und klingt wie eine Revolution auf dem Gebiet der sozialen Netzwerke. Gründer Mark Zuckerberg war der Kurznachrichtendienst WhatsApp wohl schon länger ein Dorn im Auge, denn die Jugend tummelt sich inzwischen hier lieber als bei Facebook. Klarer Vorteil von WhatsApp: keine Werbung. Das Unternehmen finanziert sich über die Jahresgebühr von $1. Nun greift Zuckerberg also tief in die Tasche. Unfassbar tief. Er blättert $19 Milliarden hin für ein Unternehmen, das gerade mal 50 Mitarbeiter beschäftigt. Aber offenbar eine ebenso brillante Wachstumsperspektive bietet wie einst Facebook. Dafür bekommt Facebook 450 Millionen neue Nutzer und den Zugang zu deren Daten und Adressbüchern. Allerdings haben Zuckerberg und WhatsApp-Gründer Jan Koum gleich versichert, es bleibe dabei keine Werbung. Also das Gegenteil von Facebook. Das weltweit größte Netzwerk hat nun allerdings das Problem, die investierte Kohle wieder reinzuholen. Das würde lange dauern, wenn es bei der Gebühr von $1 pro Jahr bliebe. Zuckerberg meinte, man werde schauen, wie man WhatsApp zu einem wirklich großartigen Geschäft machen könne. Mehr verriet er nicht. Nun ja, die Facebook-Aktie gibt heute erstmal nach, zur Mittagszeit im Frankfurter Auslandshandel rund 3%.